Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, heute gibt es ein weiteres Gameplay hier auf diesem Kanal, ein Wettbewerbsgameplay. Wir spielen 3 Runden Konstante. Ja, unser Hangar steht, wir haben auf jeden Fall den Eclipse mit den M-Rivalen dabei, genauso wie den Panther mit den M-Rivalen. Dafür ist die Map absolut prädestiniert. Dann natürlich, okay, spiele ich eigentlich eher im Team, aber ich nehme es jetzt diesmal auch so mit, den Aegis mit Disc Launchern, den Nomad mit Amber Guns, auch wenn der meistens nicht lange lebt und eher dafür da ist, um in den letzten Sekunden was rauszureißen. Und natürlich den Surge mit Arc Torrents. Surge mit Arc Torrents haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wir gehen straight ins Game und gucken mal, wen wir so treffen und was wir so reißen. Gut, schauen wir mal. Wir haben LND King Kong. Okay, LND war, glaube ich, ein türkischer Clan. Wir gehen los mit unserem Eclipse und DNEM Rival. Ja, die Map habe ich euch ja letztens im Review schon vorgestellt. Ist eine hervorragende Sniper-Map auf jeden Fall. Das Launcher kann man ja auch recht gut einsetzen. Und Nahkampfwaffen sind ja auch ganz gut. Ne? So Sachen wie eben Amber Gun und hast du nicht gesehen. Hier auf der rechten Seite, die Seite gibt's, also diesen Platz gibt es übrigens auch auf der gegnerischen Seite parallel hier, befindet sich so eine Art Pole Position. Von hier aus kann man wirklich eine Menge reißen. Hinter uns ist keine Wand und auch kein Energieschild oder was auch immer, an dem irgendwie Disc Launcher abprallen könnten, sodass man irgendwie durch Splash Damage sterben könnte. Also man steht dort recht safe. Allerdings ist es manchmal mit diesem hin- und her fahrenden Teil, mit dieser Wand, die sich da bewegt, ein bisschen hinderlich, sage ich mal, hier ordentlich Kills zu machen. Man kann sich zwar draufstellen, aber manchmal tut man sich da ein bisschen schwer. Gut, jetzt sind wir helfen. Wo kam denn... Ach, okay, ja gut. Der Bastion mit den M-Rivalen. Also die Bots mit den Railguns, nicht hier M-Rivalen, die sind echt eklig. Wir gehen direkt weiter mit unserem Panther. Gucken wir, was wir da reißen. Wir stehen einen Punkt hinten dran. Das ist easy peasy. Das kann man eigentlich noch reißen. So, jetzt hauen wir den hier mal weg. Der ist ja ein gefundenes Fressen mit seinem 1mm Leben. Mich wundert es, dass der überhaupt noch steht. Denn in letzter Zeit zeichnen sich die Bots vor allem dadurch aus, dass sie einem den Kill in letzter Sekunde klauen. Da haben wir sauber daneben gehauen und das hat sich gereimt. Ich sollte Rapper werden. Zack, jetzt haben wir aber den Dr. Finkler. Grüße gehen raus an Mambo, der hat es irgendwie mit dem Bot. Ich finde Dr. Finkler ganz nice. Oh, jetzt ist die Wand hinter mir zugegangen, das ist scheiße. Ja. Das ist ein bisschen tückisch, wenn man hier durch die Wand geht, nach vorne, kann es sein, dass man, wenn man sich zurückziehen will, gegen die Wand läuft, weil die öffnet sich und schließt sich ja. Und das hat mich jetzt gerade das Leben gekostet. Gut, wir gehen mit Surge rein, gucken wir mal, ob wir King Kong hier dashen können. Jawohl, den haben wir hier rausgeholt. Es steht 13-13. Ah, ich bin durch das Netz geslowt und die Treppe ist im Weg. Die Treppe ist ein bisschen tückisch, man könnte manchmal wirklich meinen... Nein, 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 nein. Oh, shit, erste Runde verloren, ganz knapp. Man könnte meinen bei dieser Treppe, dass man da noch drüber schießen kann, aber das täuscht tatsächlich. Also wenn die Bots auch am Fuß der Treppe stehen, trifft man die tatsächlich nicht, obwohl es anders aussieht. Das hat man jetzt auch gerade an meinem Surge gesehen, dessen Arc-Torrents nicht angesprungen sind. So, jetzt müssen wir uns hier aber konzentrieren. Nicht, dass wir hier also gegen einen LND-Spieler, das wäre schon hart zu verlieren, weil die haben sich eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht so besonders gut waren. Aber ja, GG auf jeden Fall für die erste Runde. Jetzt gucken wir aber mal, ob er auch das, den Rest des Spiels reißen kann. Oder ob wir das Ganze nicht doch noch vielleicht irgendwie drehen können. Es wäre natürlich echt nice, wenn wir das könnten. Da wäre ich sehr happy mit. Sehr satisfied. Irgendwie sind ja keine Gegner. Die sind alle auf der linken Seite. Ne? Was spielt er eigentlich? Abgesehen von Panther. Würde mich auch mal interessieren. Aber der Dr. Finkler. Der Überbot. Ja, ja. So, zack, weg ist er. Wir sind aber auch schon wieder low. Es steht 7-7, noch eine Minute, Halbzeit. King Kong steht hier hinter der Wand. Oh, zack, weg haben wir ihn. Sehr, sehr schön. Oh Gott, das ist ein Surge. Der wird uns jetzt weghauen, wetten. Ah, Double KO. Das ist so knapp, Leute. 45 Sekunden, 9-9. Der stellt sich echt gar nicht doof an. Ich muss am Ende der Runde mal gucken, wie es mit den Bots aussieht, ob seine Bots so reingeklatscht haben oder ob das wirklich leer ist, weil ich habe gerade nicht die Konzentration, mich aufs Spiel und darauf zu konzentrieren, wer hier am meisten Kills macht. Hä? Achso, lol, ich dachte, der wäre schon hinüber, okay, hat er doch noch einen Millimeter gehabt. So, jetzt holen wir hier den Brickhouse auch noch weg. Unsere Batterie wird knapp, die muss ich mal wieder ein bisschen aufladen. Es steht 12-11. 12, 13 zu 12, es ist echt knapp, Leute, es ist echt knapp und meine Batterie ist leer, das ist richtig, richtig schlecht.
Oh, da ist er, hier, der King Kong mit seinem Search und Arctur. Er spielt die gleiche Kombi wichtig. Ich habe ihn weggeholt. 15 zu 13 ist... Ja, komm, 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 ja, gewonnen. Woo, Party. Gut, wir gehen direkt wieder los mit unserem Eclipse. Ja, das wird wohl ein dreiründiges Spiel. Gehen wir wieder rüber. Gehen wir direkt auf... Nee, wir gehen nicht direkt auf die Pole Position. Wir gehen direkt an die Stufe. Mal gucken. Da kommt ein Search. So, den können wir auf jeden Fall weghauen. Und den... Ah, der Brickhouse, der hat jetzt leider noch Leben übrig gehabt. Okay, King Kong hat so ein bisschen seine Taktik geändert. Der will mich, glaube ich, jetzt direkt holen. Komm, der kommt hier über die rechte Seite. Hier seht ihr auch schon sein Netz. Aber er kann mich natürlich jetzt noch nicht ganz orten, sage ich. Was war das für eine blöde Idee? Natürlich steht er da nicht. Seht ihr das? Ich konnte den Eclipse nicht treffen, weil die Treppe im Weg war. Ist schon hart. Okay, er schießt hier hin. Ja, aber er kann mich, glaube ich, nicht ganz... Oh, jetzt kommt auch noch ein Nomad. Er konnte mich, glaube ich, nicht ganz orten, weil ich halt getarnt bin. Jetzt holen wir uns. Komm, auf geht's. Zack, weg ist er. Sehr schön. 5-3 für uns. Oh, da ist direkt noch ein Eclipse mit Minigun. Das ist natürlich immer sehr gefährlich. Weil der mit Minigun natürlich mehr Damage macht, als ich halt mit meinen EM-Rivalen. Da habe ich natürlich wieder sauber daneben gehauen. Jetzt kommen ja auch noch Railguns, ey. Zack, weg ist er. Das ist echt, also ich muss sagen, die Bots sind mittlerweile richtig anstrengend geworden. Ich finde Spieler-Matches, und das ist halt das Traurige, ich finde Matches gegen Spieler mittlerweile entspannender und einfacher als Bot-Matches. Also die Bot-Matches gewinnst du natürlich, klar. Aber es ist einfach vom Stresslevel her höher, weil die Bots einen halt so richtig abfacken. Und ich finde, wenn man beim Spiel mal so weit ist, dass man sagt, die Spieler stellen eine kleinere Herausforderung dar als die Bots, dann läuft irgendwas falsch in dem Spiel. Okay, da ist wieder Finkler, da hinten ist King Kong. Hat er... Ah, hä? Das war doch gerade ein Brickhouse mit Disc-Launchern. Spielt er echt ein Brickhouse mit Disc-Launchern? Das wäre natürlich hart. Also wenn schon Brickhouse, dann bitte mit... Oh, es war ein Mortar. Brickhouse mit Mortar. Okay, das ist nice. Das ist nice. Dafür kriegt er Props. Ich mag die Kombination. So, die Runde haben wir auch für uns entscheiden können. Schauen wir mal, wie das Endergebnis aussieht. Ich bin First MVP mit 16 Kills auf Eclipse. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. 25 Kills insgesamt. 384 Punkte. Oh, sogar Arena Playoff Punkte, wer hätte gedacht. Gut, Runde Nummer 2. Wir spielen gegen S-Bro und irgendeinen russischen Namen, den ich nicht lesen kann. Gut, wir starten wieder mit Eclipse und gehen wieder auf meine hübsche Pole Position auf der rechten Seite. Ja, also wie gesagt, im Allgemeinen sind halt Sniperwaffen hier das Nonplusultra. Der beste Punkt, um hier durch die Gegend zu latschen, ist halt hier eben der rechte Flügel vom Spawn aus gesehen oder mit einem Nahkämpfer die Mitte. Habt ihr das gesehen? Haben wir jetzt nicht getroffen. Weil hier eben die Treppe im Weg. Au! Oh, oh, oh! Oh, nee, 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 nee. Ach, hey, Gott sei Dank. Ich bin übrigens ein bisschen heißer, deswegen könnte es sein, dass ich ein bisschen komisch klinge. Ich bin einfach total erkältet, das ist schlimm. Und ich muss trotzdem in die Arbeit. Ich habe gar keinen Bock. Okay. Wir schießen daneben. Das habe ich festgestellt. Wir haben jetzt gerade gar nichts getroffen. Deswegen hat der Gegner jetzt hier erstmal Punkte machen können, ohne Ende, ohne dass ich ihm irgendwie in den Weg gekommen wäre. Ich bin auch schon wieder low mit meinem Eclipse. Das ist richtig schlecht. Das läuft gerade echt gar nicht gut. 4-5, da kommt natürlich sofort wieder ein Hemlock. Ey, das ist so krass, ne, mit den Bots mittlerweile, wie anstrengend das mittlerweile einfach ist. Ey, wirklich, oh, das gibt's ja nicht, okay. Mit Minigun hat er mich weggehauen, mit 16 und 8, okay. So, dann gehen wir mal mit Search rein, gehen wir ein bisschen auf Nahkampf. Also, ich weiß nicht, speziell eben Bots mit Railguns, die hasse ich ganz besonders. Ja, und natürlich auch die hier, die blöden Disruptor. Die sind auch richtig eklig bei den Bots, direkt wenn sie dann auch auf sowas wie Eclipse sind. Auf Eclipse sind die richtig ranzig, weil du siehst den Eclipse zum Beispiel nicht, er läuft irgendwo hinter dir rum und dann trifft dich auf einmal von hinten die Kugel, bist einfach weg. Und natürlich auch auf Bastion richtig ranzig, weil der halt einfach wahnsinnig gut gepanzert ist mit seinem Schild und so. Und bis du den mal weg hast, hat der dich 20 mal weggeholt mit den Kugeln. So, jetzt schauen wir mal. Oh, Moment mal, wir verlieren ja. Was ist denn da los? Spielt der gerade ein Bladox mit Javelins? Ernsthaft jetzt? Komm, 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 komm. Warum? Nein, 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 nein. Ja, die Runde verlieren wir. 13 zu 15, 3, 2, 1, 13 zu 16. Autschi, autschi, autschi. Okay, schon wieder. Ist es heute Trend, dass ich die erste Runde verliere? Na, jetzt gucken wir mal. Die anderen beiden müssen wir aber reißen. So, die Wand ist in der zweiten Runde immer unten. Das finde ich gut. Da muss ich den Umweg nicht machen. Gehen wir mal wieder hier an die Flanke. Jetzt müssen wir mal ein bisschen drauf achten, dass wir nicht die ganze Zeit daneben ballern. Das ist bei mir immer ganz, ganz furchtbar.
wenn ich rede und gleichzeitig zocke. Das geht gar nicht klar bei mir. Frau müsste man sein, Multitasking und so. Ich kann das gar nicht. Gut. Was haben wir hier eigentlich? Ja, natürlich ein Bastion. Was auch sonst. Na, da dürfen wir jetzt wieder 20.000 Mal draufschießen, bis der weg ist. Na, siehst du, zweiter Schuss. Also nicht von mir, aber von meinem Mate. Erstmal Schild weg wieder. Und jetzt der dritte Schuss hat ihn dann gekillt. Und das dauert einfach zu lang. Und wenn jetzt bei auf deiner Seite in der Zwischenzeit, keine Ahnung, irgendwelche Lowbobs rumfahren, wie zum Beispiel in Scorpius oder so, der halt einfach One-Shot ist mit Helix oder mit Javelin 16 oder was weiß ich, ja, dann kann der da fröhlich zwei, drei Bots wegknallen, während ich immer noch einen bearbeite. Oh, nee, da kommen zwei Hemlock. Oh, natürlich. Natürlich. Ey, diese Railgun 12. Im Allgemeinen, die Railgun mit Bots, das ist eigentlich ein Verbrechen am Nervenkostüm vieler Spieler. Oh, das Netz habe ich auch äußerst professionell geworfen, muss ich sagen. Autsch. Junge, was ist das denn? Bin ich gerade echt zu blöd zum Zocken? Wirklich jetzt? Die Runde müssen wir doch noch reißen. Kann mir doch keiner erzählen hier. So. Jetzt aber weg mit dir. Gut. Wo ist der Nächste? Da oben ist der Nächste. Weg mit dir. So weit kommt's noch. 12, 12, 12, 13. Es sind nur noch 17 Sekunden. Das wird schon wieder knapp. Wir verlieren doch jetzt nicht etwa die Runde, oder? Oh, nee, bitte nicht. Ey, das wäre echt scheiße. Das wäre echt scheiße. Ich habe diese Woche erst zwei Spiele verloren im Wettbewerb. Das soll nicht mein drittes werden. Da wäre ich jetzt äußerst... Komm, 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 komm. Nachspielzeit, Nachspielzeit. Scheiße, scheiße. Ah, okay, wir wechseln den Board. Das habe ich aber kommen sehen, dass wir hier sterben. Deswegen auch meine krasse Reaktionszeit-Move. So. Jetzt holen wir uns den Kollegen da hinten. Mit seinen Javelins auf Redox, ey. Also dafür, dass die Kombination eigentlich totale Scheiße ist, performt er damit ganz gut. Na, was heißt, er performt ganz gut? Er steht halt da und... Oh nein, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Da waren die Bots mal zu was gut, ey. Wahnsinn. Okay. Wir gehen los mit unserem Eclipse. Jetzt hoffentlich etwas besser performend. Also, ich bin etwas enttäuscht von meiner Leistung gerade. Das ist das schlechteste Spiel, das ich heute hatte bisher. Alter Vater. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einfach überzockt bin. Ich habe jetzt drei Tage am Stück CPC gezockt. Weit über 100 Spiele. Um den legendären Kill der Tengu Sky Striker Challenge, die Plarium ja gerade am Start hat, um die eben zu machen. Da müsst ihr auf Annex Verde, oder wie die Map heißt, das ist so eine CPC-Map, auf einen Waggon springen, von dem Waggon über das Loch in der Brücke auf den Kontrollpunkt jumpen und durch den Jump einen Kill machen. Und da geht's dann schon mal los, dass man erstmal die richtige Map braucht, weil ihr dürft dafür weder ins Custom noch im Team losgehen oder so. Ihr müsst alleine losgehen in einem richtigen Match. Und und dann kriegt erstmal die Map so, je nachdem, also ich hatte ein paar Mal relativ häufig die Map, aber dann halt wirklich an einem anderen Tag, also ich habe drei Tage dafür gebraucht, da hatte ich die nach 20 Spielen das erste Mal oder so und das war echt anstrengend und als ich damit fertig war, habe ich dann noch den Onyx fertig gemacht, also die Erfolge, das waren dann auch nochmal 180 Spiele CPC und die habe ich halt alle wirklich an insgesamt 5 Tagen durchgehauen, also fast 300 Spiele. Nur das und dann kam ja noch Wettbewerb und so dazu. Also das war halt echt eine üble Kiste, eine ganz üble Kiste und wahrscheinlich bin ich einfach komplett überzockt und komplett durch heute. Anders kann ich mir diese Schlechtleistung gerade nicht erklären. So, 11-9 steht's. Ja, das sieht ganz gut aus auf jeden Fall. Wo ist er denn? Der steht wahrscheinlich wieder da hinten, ne? Ja, natürlich steht er wieder da hinten mit seinem Chef. Wie geil, ich komme einfach noch nicht drauf klar. Also... Speziell bei den russischer oder kyrillisch geschriebenen Spielern sieht man sehr häufig interessante Kombinationen, sagen wir es mal so. Okay, 14-12 haben gewonnen, aber ich sag euch eins, das war mehr Glück als Skill. Also das war ja, was ich da gerade zusammengespielt habe, das war ja der letzte Rotz. 18 Kills mit den Javelins, ach du grüne Neun, ich werde nicht mehr. Ich glaube sogar mit Werkslackierung, oder? 20 Kills haben wir gemacht, okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so viele werden. Nicht 20, 18, nicht 300 Punkte, jetzt 298. GG an der Stelle. Letzte und finale Runde. Wir spielen gegen MOP VVV. Ja, den Spieler kenne ich natürlich, der sollte echt kein Problem werden. Aber da es ja so Trend ist, werden wir wahrscheinlich wieder die erste Runde verlieren, oder? Das wäre es jetzt. Drei Spiele, dreimal die erste Runde verloren und dann die Runde doch noch irgendwie gerissen. Hoppla, Entschuldigung, da habe ich ja aufgestoßen hier.
Und ich sehe schon, er spielt Helix. Okay, der Helix-Boy. 2-1 sind wir momentan in Führung. Da kommen natürlich wieder die Hemlocks. Da könnte ich wieder kotzen, wenn ich die bloß sehe. Ah, da habe ich natürlich sauber daneben geleuchtet. Ich hätte ein bisschen mehr nach rechts zielen müssen. So, jetzt haben wir ihn aber. So, sehr schön. 4-4 steht es momentan. Da hinten ist ein... Boah, nicht dein Ernst. Da hinten ist ein Nomad. Wisst ihr, was ich witzig finde? Es gibt da so einen Film, der ist The Creator. Den habe ich mir jetzt letztens angeguckt. Und in dem Film gibt es eine Raumstation. Und die heißt auch Nomad. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe. Ich glaube zwar nicht, dass das von dem Spiel inspiriert worden ist. Aber es ist halt ein lustiger Zufall, sagen wir es mal so. So, 7-6 führen wir momentan. Meine Bots stehen mir wieder herrlich im Weg. Oh, nein. Oh, habt ihr das gesehen? Ey, das ist so hart mit diesen Disruptoren. Eine Kugel, Alter, du bist sofort tot. Das ist so hart. Und dann springen auch noch 5 Bots damit rum. Heftiger Shit. Okay. 8-9, wir sind schon wieder hinten dran. Das ist nicht gut. Komm. Hä, wo bin ich jetzt gekillt worden? Ach, da war ein Eclipse mit Miniguns, okay. Ja, das sieht schon wieder hervorragend aus, Leute. Das ist ja ein Gameplay aus der Hölle heute. Nicht ernsthaft, ey. Oh. Ja, ich spiele aber auch richtig, richtig kacke, schon seit gestern. Also ich hatte gestern Abend nochmal ein kurzes Hoch, da haben wir auch ein 2 gegen 4 gewonnen und so. Ich mit 19 Kills und dann haben wir nochmal gegen den Clan von Desink, also diesen DKG, der jetzt auch beim Community Cup mitmacht, der natürlich verlieren wir. Habe ich auch ein 2 gegen 3 gehabt, da haben wir sie auch weggebumst. Aber davor hatten wir ein 2 vs 2 im Custom gegen Konrad und so von GmbH, die haben wir auch alle gewonnen, alle 6. Aber ja, das war nicht mein Verdienst, das war der gute Protect, der sie alle weggehauen hat. Ich habe so schlecht gespielt. Ich werde jetzt dann am Montag, also ich glaube heute, wenn das Video kommt, ich nehme es jetzt gerade hier am Sonntag auf, da werde ich dann halt nur meine Montagsmission machen, also diese 2 vs 2 Sache hier. Und das war es dann auch gewesen, den Rest, ja, vielleicht im Chat halt mal so ein bisschen chillen, aber spielen werde ich nicht, weil... Ich brauche eine Pause. Ich habe so viele Spiele gemacht dieses Wochenende. Und bei mir ist es halt immer so, wenn ich halt zu viel gespielt habe, dann verlerne ich das regelrecht. Also ich kann mich da nicht mehr konzentrieren. Ich treffe nichts mehr. Und ja, diese ganzen Wins, die ich jetzt habe. Okay, die erste Runde war echt gut. Da habe ich richtig reingehauen jetzt gegen den einen in der ersten Runde. So ab der zweiten Runde des ersten Spiels, sagen wir es mal so. Das war mega, 25 Kills und so, aber jetzt letzte Runde, das war mehr Glück als Skill. Und so wie es aussieht, wird das bei der Runde jetzt auch nicht anders laufen. Hat er da gerade einen Guardian gehabt? Spielt er das auf Guardian? Ah, er versucht mich rauszuholen, aber nicht mit Eclipse, mein Freund. Ja, er spielt Guardian. Das ist auch so hart, wie die dich mit Graviton Beam einfach trotzdem treffen, obwohl du getarnt bist. Okay, das kann man natürlich theoretisch, das kannst du auch als Spieler, aber nicht in dieser Kontinuität, wie die das halt machen. Also du pimmelst natürlich schon ab und zu mal so ein bisschen daneben. Aber sieht jetzt schon besser aus. Sie sind jetzt 4 Kills vorne dran. Okay, 3 Kills, 12-9, noch 20 Sekunden. Es kann natürlich noch viel passieren, ja, keine Frage. Und da haben wir ihn weggeholt, den VVV. Es kann natürlich noch viel passieren, aber das sieht jetzt schon so aus. Also jetzt sind es 10 Sekunden, das holt er jetzt, glaube ich, nicht mehr auf. Aber ich hatte schon Spiele, da ist in den letzten 2 Sekunden wurden da 3 Kills von der gegnerischen Seite gemacht und es war ein Boost, hatte ich auch schon mal. Gut, ja, offensichtlich ist es wohl innerhalb dieses Gameplays heute Trend, die erste Runde zu verlieren und die anderen beiden Runden dann zu gewinnen. Also glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich gewinne die Runde hier jetzt auch nochmal. So, was haben wir? Hemlock natürlich, was sonst? Der ist aber One-Shot diesmal, das freut mich. Nomad, nein! Oh, er ist One-Shot. Ja, Wahnsinn. Ah, jetzt konzentriert er sich auf mich. Jetzt will er mich wegholen. Ja, ja. Gefällt ja nicht meine Clips, ne? ja, ich weiß nicht. Eigentlich ist das hier... Naja, man kann hier schon Helix spielen, aber es ist eigentlich meines Erachtens nach jetzt nicht das Beste, was man auf der Map machen kann. Allerdings ist die Map halt auch noch recht neu und es wird noch einige Zeit brauchen, bis ich sie wirklich vollends beherrsche, die zu spielen. Das wird noch eine ganze Weile brauchen. Ich erinnere mich noch, wie lange das bei diesen Weltraum-Maps da gebraucht hat, bis ich die wirklich beherrscht habe. Das waren tatsächlich Wochen, weil ich mit denen am Anfang irgendwie gar nicht zurechtgekommen bin. Aber mittlerweile kann ich die ganz gut. Ich denke auch, dass ich die hier auf jeden Fall schneller drin haben werde, weil mir die auch von Anfang an schon mehr gelegen haben, als eben die Weltraum-Maps damals.
dass wir trotzdem noch eine Weile brauchen. So 10, 5, 50 Sekunden, ja, also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also, ja, ich denke mal, die Runde, ja, ich würde noch nicht behaupten, dass wir es im Sack haben, das kann sich immer noch ändern, aber es sieht schon mal sehr, sehr gut aus, sagen wir es mal so. Wir hätten gerade nur an und killen nichts, okay, so ist auch in Ordnung. Den Gold Futurist habe ich jetzt übrigens auch bekommen für Eclipse tatsächlich. Schade, dass es für den keinen legendären Skin gibt, wenn man ihn zu 100% abschließt. Ich habe ihn jetzt irgendwie bei 83% und da kriegt man halt dann den Gold Futurist und der Rest ist dann vollkommen uninteressant eigentlich. Also wieso sollte man den dann fertig machen? Schade, Marmelade. Der könnte sowieso mal ein paar mehr Skins gebrauchen, weil es gibt nur den einen und den kann ich langsam echt nicht mehr sehen. Den Quicksilver und ja, natürlich 16-8. Das haben wir haushoch, haben wir die zweite Runde gewonnen. Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Die zweite Runde sehr souverän gespielt. 19 Kills mit dem guten Eclipse. Das ist einfach eine Hammer-Kampfmaschine, das Ding. 20 Kills insgesamt, wie vorhin auch. Und ja, 12 Kills für MOP. GG.